Ahoi Landratten, heute habe ich eine neue Fanfiction Top 5 für euch und das Thema ist Harry Potter. Also macht euch bereit, heute wird es magisch und ein bisschen eklig. Die erste Geschichte spielt in den Sommerferien. Ron und Ginny sind allein zu Hause und genießen einen sonnigen Tag. Nun schläft Ginny in der Sonne ein und als sie aufwacht, möchte sie gern duschen. Nur leider erwischt sie Ron nackt im Badezimmer, da diese auch gerade duschen war. Das, was sie sah, fand sie ziemlich erregend. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. In den nächsten Tagen werden die Gefühle für ihren Bruder immer stärker. Und als sie Ron in einem Moment der Schwäche, er ist irgendwie auch in Ginny verliebt, vorfand, passierte es. Die beiden haben Sex. In den nächsten Tagen lassen sie ihre Liebe freien Lauf, doch dann passierte es. Harry taucht auf, denn der hatte keine Lust mehr auf die Dursleys. Dieser wird im weiteren Verlauf als total primitiver Lustmolch dargestellt, der nur Quidditch im Kopf hat. Klar, der Harry Potter aus den Büchern und Filmen war genauso drauf. Nicht. Und es kommt, wie es kommen musste. Harry erwischte die beiden eines Nachts in Flagranti und war daraufhin total verstört. Das kann man ihm wirklich nicht übel nehmen. Doch Ron wendet einen Vergessenheitszauber an und die beiden beschließen, sich auf diese Art und Weise nie wieder zu treffen. Und ich dachte, Game of Thrones sei inzestiös. Die nächste Fanfiction spielt nach den Ereignissen rund um Voldemort. Harry und Ron sind jetzt Auroren, also sozusagen ein Teil des FBIs für Zauberer. Nach einem harten Arbeitstag beschließen die beiden, noch etwas trinken zu gehen und blicken dabei ein klein wenig zu tief ins Glas. Da wurde wohl aus Ron Weasley Ron Whisky. Okay, lassen wir das. Als die beiden sich betrunken wieder aufmachten, in der Hoffnung in die Richtung zu laufen, wo einer der beiden wohnt, landen sie in der Muggelwelt, was sie natürlich nicht bemerken. Das ist insofern problematisch, da sie mit ihrem Auroren-Outfit aussehen, als seien sie einer Irrenanstalt entflohen. Ron entdeckt seine paranoide Ader und bittet Harry darum, seine Blitznarbe zu verdecken, damit er nicht erkannt wird. Nur gibt es da ein Problem. Harry ist inzwischen in die Jahre gekommen und hat leider nicht mehr genug Haar, um die Narbe zu verdecken. Sein bester Freund kommt nun auf die glorreiche Idee, die Blitznarbe mit einer Wolke zu versehen, damit es aussieht wie ein cooles Branding. Gesagt, getan, Ron zückt seinen Zauberstab mitten in der Muggelwelt und legt los. Da Ron nicht gerade zimperlich agierte, fällt Harry in Ohnmacht und wacht erst bei sich zu Hause auf. Da wartet schon die tobende Ginny. Die ist natürlich außer Sicht und fragt, wo denn bitte seine Augenbrauen abgeblieben sind. Ja, Ron hat aus Versehen Harrys Augenbrauen weggebrannt. Ron, das tut man nicht. Die nächste Fanfiction ist beeindruckend. Irgendwie. Sie umfasst mehr als 300.000 Wörter. Keins der Harry Potter Bücher hat annähernd so viel. Das Ganze ist eine Crossover-Story zwischen Harry Potter und Twilight. Sie spielt auch im Universum der Vampire. Harry und Draco sind Best Friends und machen zusammen mit Edward und Jacob eine WG auf. Warum das so ist und warum die beiden überhaupt in diesem Universum sind, das weiß keiner. Nun folgen tausende von Seiten, in denen sich die vier anflirten, Trübsal blasen oder ihre nackten Oberkörper präsentieren. Sexy. Nein, ernsthaft, es gibt gefühlt 100 Szenen, in denen Harry aus der Dusche steigt, sich ein Handtuch umlegt, so durch die Wohnung rennt und tausende von Komplimenten von den anderen einheimst. Toll. Da das auf die Dauer ziemlich langweilig wäre, bekommt die Story eine überraschende Wendung. Draco wird schwanger. Ja, ihr habt richtig gehört. Schwanger. Yay. Wie das überhaupt möglich ist, wird auch in keinster Weise erklärt und wird als das Normalste der Welt dargestellt. Vielleicht ist die Story auch eine tiefsinnige Kritik an das stereotypische Denken der Gesellschaft. Diese Geschichte dreht sich rund um die Todesser, die sich zu einem allgemeinen Meeting auf einem Friedhof treffen. Lucius, der Vater von Malfoy, fragt Wurmschwanz, ob er jemals etwas anderes werden wollte als Todesser. Wurmschwanz bejahte das und meinte, er wäre viel lieber Rapper geworden. Ja, Rapper. Ich kann mir keinen besseren Job für Peter Pettigrew vorstellen. Um unter Beweis zu stellen, dass er das nötige Talent dazu hat, gibt er den restlichen Todessern eine kleine Kostprobe seiner Rap-Skills, begleitet von Lucius Beatbox. Malfoys Dad scheint nun einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln, denn nun will er auch mal rappen. Unter der Leitung von Wurmschwanz spittet er ein paar ordentliche Rhymes ins Mic. Gerade als die beiden sich mit Gangsterposen überbieten, scheint Snape der Crowd. Dieser geht davon aus, dass Wurmschwanz Gangsterpose ein neues Erkennungszeichen für die Todesser ist. Nun fühlen sich alle wie eine krasse Gang und machen mit ihrem Rap weiter. Doch dann erscheint Voldemort und silenced die Crowd. Voldemort meint, er habe nur ein einziges Wort für die neue Gangsterpose. Das Wort ist brillant. Er findet es brillant. Na, da können wir ja auf eine EP von Voldemort und seiner Gang hoffen. Die nächste Geschichte fällt mal wieder unter die Kategorie Fanfiction.
Denn hier wird alles genagelt, was nicht schon längst in der Wand steckt. Habt ihr auch alle einen Eimergriff bereit? Den könntet ihr gebrauchen. In der Story bittet Dumbledore Hermine, auf den sprechenden Hut aufzupassen, da er noch was zu erledigen hat. Und nun wird es richtig widerlich. Der Hut fängt an, Hermine zu bedrängen und das Ganze endet in einer Art Vergewaltigung, da er einen Zauber anwendet, der sie willenlos macht. Ach übrigens, die Kopfbedeckung hat einen Penis. Fragt nicht wieso. Das Techtelmechtel wiederholt sich nun die nächsten Tage, bis Ron und Harry sie erwischen. Diese rennen sofort zu Dumbledore, der ihnen erzählt, dass der Hut in Wahrheit Merlin ist und der einzige Weg, den Zauber zu brechen, führt nicht an Snape vorbei. Dieser muss, warum auch immer, mit Hermine schlafen, damit der Fluch gebrochen wird. Wieso? Snape macht sich also an die Arbeit und Hermine ist gerettet. Ach, und am Ende vögelt Ron mit Dumbledore und Harry mit Snape. Naja, diese skurrile Geschichte hat sich Platz 1 redlich verdient. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent von mir seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die gerne unten in den Comments verraten. Unter mir findet ihr noch 2 Videos. Zum einen Game of Thrones Fanfictions und zum anderen Breaking Bad in Real. Das war's von mir. Baut nicht zu viel Scheiße. Bis dann. Bye.